Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir hatten noch nie so viele Gäste bei Bewusst TV. Wir haben 3 Gäste und es geht um das Thema Jugendamt und Kindeswegnahme oder Inobhutnahme. Und wir haben heute einmal den Vater von Dave und Pia da, Matthias Möbius. Ja. Willkommen. Danke. Dann Sigrid Hartmann, du warst selber lange im Heim. Da werden wir drüber reden, auch was du da erlebt hast und was das mit dir gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Um zu zeigen, dass das nicht wirklich die bessere Lösung ist. Genau. Und Angela Masch ist bei uns. Du hast den Dave, als der aus dem Heim geflohen ist, bei dir aufgenommen und dann erzähl vielleicht mal die Geschichte, weil du bist da schon am meisten wie es, wie ich ihn aufgenommen habe erstmal. Also ich bekam ja einen Anruf von Leuten, die auch aktiv sind und die mich gefragt haben, ob ich ein Kind aufnehmen kann, weil man ein Kind in einen stark traumatisierten Zustand aufgefunden hat, was aus seinem Heim geflüchtet ist. Und ich habe mich gleich entschieden, habe gesagt, sicher, nehme ich den Junge auf. Und so kam Dave dann eben am 11.06. auch zu mir. Hm. Also wer ihn gebracht hat, das weiß ich nicht. Das ist auch gar nicht entscheidend. Er wird ja immer drauf rumgeritten, das ist ja, wo sich die Kripo wohl auch bis heute immer noch mit beschäftigt. Ich denke mal, das ist auch gar nicht relevant, wie der Junge hergekommen ist, sondern dass er geflüchtet ist, dass es überhaupt dazu kommen musste, dass ein Kind erstmal ins Heim kommt, wo es in der Familie alles in Ordnung war. Ja, und dann da so grausame Erlebnisse erleben musste, dass es abgehauen ist. Matthias, vielleicht kannst du am ersten Mal erzählen, also du bist der Vater von Dave und Pia. Das sind also 2 Kinder. Und warum sind die jetzt nicht bei dir, also wie es normalerweise wäre? Ja, mein Bruder war ja mein Knast angeblich mit Kindern. Ne? Dann kamen wir heute auf morgen raus, weil das nicht stimmte. Dann, er hat einen Betreuer, der ist dann zum Gericht gegangen, mit mir auch. Hat der Richter Bruns, heißt der, aus Leer, gesagt, er darf bei mir wohnen, weil er hatte keine Wohnung. Hm. So gesehen obdachlos. So, dann habe ich den aufgenommen. Dann kommt das Jugendamt, nimmt meine Kinder weg. Ja, und dann wurde ein Gutachten erstellt. Ein-, zweimal war ich da und dann hieß es vor Versammlung beim Jugendamt, ich mache kein Gutachten mehr über Herrn Möbius. Aber hinter meinem Rücken wurde der Gutachten erstellt. Ich bin so gesehen sehr gefährlich. Du bist ganz gefährlicher, das merkt man hier sofort. Dann war eine Familie. So unglaublich sowas, wirklich. Da war eine Familie, die heißen Kütz. Da sollten wirklich die Kinder mal wirklich weggenommen werden. Weil da, wie das so aussieht, auch egal. Die haben über mich so gesehen Blödsinn nur gelabert. Ich wollte angeblich alle Polizisten, alle Richter, Jugendämter erschießen. Hm. Überfallkommando bei meiner neuen Wohnung in Detern gekommen, wie ein Schwerverbrecher behandelt. Durchsucht, aber haben nichts gefunden. Hm. Ja, weil ich ja um meine Kinder kämpfe, werde ich ja wie der schlechte Vater hingestellt und wie ein Schwerverbrecher so gesehen. Hm. Also wie schnell das geht, aus ins Heim zu kommen, das kann Sigrid vielleicht erzählen. Du hast also das erlebt. Ich war 7 Jahre in Heimen und Psychiatrien aufgewachsen. Ich kam damals, so fing das an. Also ich kann das erstmal kurz schildern. Hier habe ich verschiedene Unterlagen mit. Schon da fing es erstmal an. Da wurde meiner Mutter, also das war von der Bearbeiterin, also von dem Amtsvormund, Frau Weil, wurden meinen Eltern verboten, mit mir Absprachen zu treffen, dass ich nach Hause geholt werde. Also hier soll ich das eben mal vorlesen. Na, das brauchen wir so genau nicht. Also vielleicht erzählst du es mal, also weil du ein paar Mal nicht zur Schule gekommen bist. Ich bin ein paar Mal nicht in die Schule gegangen, genau. Aber du warst auch entschuldigt. Ich war auch entschuldigt. Ich habe nichts getan, also nichts irgendwie jemanden oder irgendwas Schlimmes getan. Ich war nur nicht in die Schule gegangen mit 11 Jahren und auch vorher ein bisschen nicht und wollte dann auf eine andere Schule wechseln. Und meine Mutter hatte mich dann auch angemeldet bei einer anderen Schule und wir haben es halt versucht. Also ich stand schon auf der Warteliste, weil auf der Schule wurde ich immer geärgert in der Pause und habe mich da nicht wohlgefühlt und so und wollte dann die Schule einfach nur wechseln und bin dann natürlich manchmal auch dementsprechend nicht hingegangen, aber ich war immer entschuldigt. Also ich war auch krank. Also wir haben das so gemacht, wie es verlangt worden ist. Mhm. Und dann haben sie plötzlich die Schule, das Jugendamt eingeschaltet und haben vorgelogen, dass meine Eltern mich verwahrlosen würden, dass ich verwahrlost gewesen wäre. Und dabei habe ich hier nämlich Beweisfotos, wie ich zu Hause ausgesehen habe. So sah ich aus, so war ich als kleines Kind. Das ist mein Bruder daneben. Man kann man wahrscheinlich jetzt ganz schlecht sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man es so sehen kann oder vielleicht kommt man es mal so nochmal. Bei uns war alles in Ordnung. Ich war nicht verwahrlost, aber im Heim war ich verwahrlost. Da haben sie meine Haare so zugerichtet. Schauen Sie sich das mal an. Ja.
Ja. Okay, also das war ein Foto, wo ich gerade ins Virchow-Klinikum in diese schreckliche Psychiatrie kam. So sah ich aus, wo ich von zu Hause kam. Ein ganz gesundes Kind, fröhliches Kind, glückliches Kind. Und ich wollte so sofort wieder da raus. Als ich am selben Tag dahin kam, dachte ich, ich komme am selben Tag wieder mit, dass meine Mutter mich wieder rausholt heute, nach Hause holt. Und dann hörte ich am nächsten Tag, dass man hier 6 bis 8 Monate bleiben muss. Und im Auto vorher, als ich wurde von der Schule ja entführt, also mit 11 Jahren, ganz ohne, dass ich das wusste. Plötzlich in der Pause sollte ich ins Lehrerzimmer. Da waren da solche Damen vom Jugendamt, also irgendwelche Leute gewesen und haben mich einfach mitgenommen im Auto während der Pause. Und dann wurde mir gesagt, dass ich ein paar Tage da bleiben müsste. Und aus ein paar Tagen wurden dann 9 Monate da in dieser schrecklichen Psychiatrie. Ich habe auch noch ein Foto hier zum Beispiel, wo ich auch war. Das war diese angebliche Abschiedsfeier dort, wo ich dann wieder ins Heim musste, nicht anstatt nach Hause zu können. Und dann habe ich noch ein Foto aus dieser schrecklichen Psychiatrie. Warten Sie mal. Mit einer anderen da, mit so einer anderen da, wo ich mit dem Zimmer war, nicht? Und so sah ich aus, eben als ich noch von zu Hause kam, nicht? Und dann war ich 9 Monate da und es hat immer jemand dabei gesessen, schon da. Und sie haben verboten, was man sagen durfte. Und es war schrecklich. Ich hatte so ein Heimweh. Und als man mich dahin gebracht hatte, war das Erste, was ich gemacht habe, zur Tür laufen. Und meine Mutter ist gleich hinterher gefahren. Ich habe da an die Tür geklopft und gesagt, ich möchte jetzt hier raus wieder zu meiner Mutter. Aber dann haben sie mich hinten festgehalten an der Jacke, dass ich nicht zu meiner Mutter laufen durfte. Nicht? Es war sofort an dem Tag, wo ich hinkam, das Erste, was ich machte, ist hinzulaufen und zu hören, wie meine Mutter kam zu mir und ich habe gegen die Tür festgehalten und dann haben sie mich vorher versucht festzuhalten, dass ich nicht zu meiner Mutter laufen kann, obwohl ja die Tür verschlossen war in dieser geschlossenen Psychiatrie. Also das ist so ein Horror, also man kann das gar nicht verstehen, es gab keinen Grund, es war nur das Schule fehlen und dann kam ich danach noch ins Heim, irgendwie weit weg, also in irgendein Jugendhilfezentrum, weit weg von zu Hause und durfte nie nach Hause. Hier ist auch noch ein Foto, wo ich mit meiner Mutter stehe, bevor ich dahin kam. Mhm. Ganz fröhliche Familie gewesen. Dann ein Bild, da war ich hier im Wald. Das war noch alles, bevor ich ins Heim gekommen bin. Und das war alles in Ordnung bei uns in der Familie. Es war nichts, es gab keinen Grund. Ja. Und trotzdem wurde ich eiskalt verschleppt. Das ist übrigens auch noch so, wie ich da im Heim schon war. So haben sie meine Haare dann zugerichtet. Ja. In so einem schlimmen Zustand. Also und dann haben sie aber behauptet, dass bei uns zu Hause Verwahrlosung wäre, was überhaupt nicht der Fall war. Das kann man doch gar nicht mehr fassen. Angela, du hast dich ja sehr damit befasst, jetzt auch zwangsläufig. Wie ist das denn? Wir haben ja schon Sendungen gemacht, auch mit der Antonia, die auch aus dem Heim abgehauen ist, die dann auch schlimme Sachen erzählt hat. Aber das sind ja keine Einzelfälle. Das sind zigtausend Kinder, die jedes Ganz Jahr schlimm. Weggenommen werden. Seitdem das mit Dave rausgekommen ist, dass er bei mir war, melden sich bei mir unwahrscheinlich viele Leute. Ja. Und was wirklich sehr positiv ist, also auch wie Sigrid, ehemaliger Heimopfer. Ja. Man sieht ja auch, wie sie jetzt noch aufgeregt und aufgewühlt ist, wie traumatisiert. Ja. Dass ich auch überhaupt nicht mehr fröhlich bin, so wie damals. Ja. Man kann nicht mehr zufrieden sein, weil man vollkommen fertig ist seitdem. Sie haben die ganze Familie kaputt gemacht bei uns, die ganze Bildung, mich auf eine Sonderschule abgeschoben, da im Heim. Und seitdem ist es alles kaputt. Und hier haben sie ja auch verboten, wenn ich das noch mal eben zeigen kann, aus gegebenen Anlass möchte ich Sie darauf hinweisen, dass weder von uns noch Seiten des Heimes akzeptiert wird, dass sie entgegen der Absprache mit Sigrid Gespräche über ein Nachhauseholen führen. Wenn künftig Schwierigkeiten diesbezüglich auftauchen, müsste im Interesse Sigrids der Besuchsrecht eingeschränkt werden, was ich sehr bedauern würde. Das war der Stadtvormund, diese Frau Weil, die ich dann als Amtsvormund einfach zugewiesen bekommen habe, falsche Hoffnungen zu erwecken, weil wir immer am Telefon über Nachhauseholen geredet haben, weil immer jemand dabei saß. Das haben wir in mehreren Fällen erlebt. Ich glaube auch bei Dave, immer wenn der gesagt hat, ich will mit meinem Vater sprechen, dann wurde der bestraft dafür. Bestraft. Dann, Dave hat mir erzählt, er wurde bestraft, wurde weggesperrt, Essensentzug. Der Richter hat zu ihm gesagt, wenn er damit nicht aufhört, den er ja immer persönlich aufgesucht hat, kommt er in der Psychiatrie und bekommt seinen Papa überhaupt nicht mehr zu sehen. Und deswegen ist er am 11.06. ja auch geflüchtet. Bei Nacht- und Mittagessen im Heim hat die Heimleitung Dave mitgeteilt, dass er gleich abgeholt wird von der Polizei und die bringen ihn in ein weit entferntes Heim. Und da hat er ja Panik bekommen, weil
weil der Richter ihn das ja schon angedroht hat, dass er seinen Papa nicht mehr zu sehen kriegt, um Psychiatrie. Da hat er natürlich Panik bekommen, dass er seinen Papa nicht mehr zu sehen bekommt. Und natürlich, er hatte auch Angst, dass er in die Psychiatrie kommt, weil der Richter ihn ja nur gedroht hat. Also ich sag mal, Matthias, das ist ja, wenn man jetzt das mal aus einer oder davon ausgeht, dass positive Absichten dahinter stehen, dass Kinder vielleicht aus verwahrlosten Familien weggenommen werden, aber dann wäre es doch unerklärlich, dass nicht mal die Kinder die Eltern sehen dürfen und man den Kindern sagt, du darfst, und die werden noch bestraft, wenn sie fragen, wo ist mein Vater, wo ist meine Mutter. Wie ist denn das für dich als Vater, wenn man dir sagt, du darfst deine eigenen Kinder nicht sehen? Schrecklich. Du weißt nicht mal, wo die sind. Schrecklich. Ja. Und auch für die Kinder. Ich denke auch für Dave. Und die beiden Kinder sind auch noch auseinander, auch noch getrennt. Ja. Und du erfährst nicht mal, in welchem Heim die sind? Nee, gar nicht. Aber du hast jetzt inzwischen, hast du quasi rausgefunden, wo Dave ist? Hast du die Kinder auch mal sehen können, aber nur, weil du dich selber dahinter geklemmt hast? Oder sehen darf ich. Ich hatte am 1. September Gericht in Wittmund bei Richter Bernau. Ja. Dann habe ich den Beschluss gesehen, bis am Ende Dezember 2016 ist Verbot, meine Kinder zu sehen. Weil ich soll angeblich meine Kinder aufgestiftet haben, die sollen nichts mehr machen mit der Schule, gar nichts. Ja. Und das stimmt überhaupt nicht. Erstens, ich habe auch einen Betreuer, weil er macht nur meine Papierkram. Er saß bei mir immer mit meinen Kindern zusammen. Einmal der Herr Hademann, so ein, der war auch dabei, aufgepasst, lief alles wunderbar um das. Und das ist ja das Fragwürdige, Angela, dass die eigenen Eltern die Kinder nicht sehen dürfen und nicht wissen dürfen, wo sie sind. Ja. Was ist denn eigentlich, wie gesagt, versuchen wir nochmal am Guten zu denken, was eigentlich das Jugendamt jetzt ursprünglich, du hast dann einen Bericht, wofür sie eigentlich oder wann sie eigentlich eingreifen sollen. Es ist lächerlich. Ich habe gestern Jugendamt Wittmund mal raufgeguckt auf die Seite und dort haben die mal aufgeführt, wann Kinder aus Familien genommen werden. Mangelernährung, massive Verwahrlosung und oder Gewalt, wie zum Beispiel Schläge oder andere physische Gewalt, Gewalt unter Erwachsenen, sexueller Missbrauch, psychische Gewalt. Dann werden Kinder aus Familien genommen. Nur das Lustige daran oder das Traurige daran, genau das erfahren sie im Heim. Ja. Und dann geht es los. Die Kinder benötigen vor allem in der neuen Familie, in Pflegefamilien geht es darum, Geborgenheit in einer Familie. Hm. Die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen und neue Bindungen aufzubauen. Ruhe, Sicherheit, körperliche und emotionale Versorgung. Das sollen sie in der Familie, Pflegefamilie bekommen. Aber es ist umgekehrt. In ihren Familien, in ihren Ursprungsfamilien bekommen sie dieses, um dann im Heim sexuellen Missbrauch, was ich von anderen Heimkindern ehemals gehört hat, an der Tagesordnung hoch 3. Und wir haben es ja von Dave gesehen, der hat sich selber engagiert, der hat immer wieder gesagt, ich will zu meinem Vater. Ja. Also das wird er ja nicht machen, wenn du ihn jetzt irgendwie dauernd schlagen würdest oder sonst was Schlimmes mit ihm. Wo ich alleine mit meinem Sohn und meiner Tochter zusammen war, hatte ich mit meiner Mutter zusammen gewohnt, lief wunderbar. Ich bin jedes Jahr 4 bis 5 Mal in Sommerferien, Ostern, Weihnachten, Herbstferien, immer nach Spanien, Loretta Mar, alleine Urlaub gemacht. Ich habe Tagesmutter genommen aus Leer. Die Frau Barz heißt die. Lief alles. Morgens ist meine Kinder mit dem Schulbus nach der Schule gefahren, nach Leer, vom Bunde nach Leer. Dann hat die Tagesmutter, die Frau Barz, meine Kinder abgeholt. Hausaufgaben, alles gemacht. Nur weil ich auf den Richter Bruns gehört habe, aus Leer, war den kam das Jugendamt und nahm meine Kinder weg, die Katja Holz und so. Und weil ich darum kämpfe und veröffentliche alle, kriege ich noch eine Strafe von 4.000 Euro zu zahlen. Wenn nicht, gehe ich pro Tag 50 Euro absitzen. Und darf ich nochmal dazu sagen, Katja Holz, der Name, den du eben genannt hast, die ist ja... Du hattest ja vorher eine andere Jugendamtmitarbeiterin. Einen Herrn Helmers. Genau, der hat keine Kindeswohlgefährdung gesehen. Katja Holz wurde eingeschaltet und sie hat die Kindeswohlgefährdung gesehen. Und aus Friesland muss ein richtiges Nest sein im Raum Leer. Gerade der Name Katja Holz wird sehr oft genannt, dass die also wohl
Ja, sehr häufig Kinder in Obhut nehmen. Ich habe jetzt ein Video gesehen, wo jemand gefilmt hat, sozusagen, wie eine Jugendamt-Mitarbeiterin gesagt hat, es ist ein Geschäft. Cassandra Pirkes. Ja, da hat man die Tochter genommen, weil sie eine andere Weltanschauung hat. Cassandra ist auch sehr bewusst, lässt ihr Kind nicht impfen und hat auch viele Dinge, sag ich mal, auf einmal erfahren und hat das dann nach außen raus posaunt, war geschockt, was hier alles so schief läuft. Und daraufhin hat das Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung gesehen und hat ihr das Kind genommen. Und im Internet zu sehen, dies wurde sogar von einem Geschäft gesprochen. Die Jugendamtmitarbeiterin, die Frau Chris Henning, die hat wortwörtlich gesagt, lassen Sie uns jetzt zum Geschäft kommen. Mhm. Also sie hat sich wohl verplappert und kurze Zeit später war sie auch nicht mehr für Cassandra zuständig, hat sie einen anderen Wirkungskreis bekommen. Also wir wissen ja, dass Pflegeheime richtig Geld kriegen für ein Kind pro Monat, ein paar Tausend, 5.000 oder was? 5.000 Euro pro Kind. Ja. Also wenn jemand so ein paar Kinder hat, dann kann er richtig eigentlich Geld verdienen dabei. Ne? Also es ist im Grunde für die ein Geschäft und kann man sich vorstellen, dass dann auch Leute vom Jugendamt oder Richter, dass die vielleicht auch was davon abkriegen, dass man eine Provision muss oder so. Man verdient bestimmt da Geld dazu. Nee, kann man nicht beweisen, nur man muss auch sagen, die Eltern sind auch traumatisiert und die werden ja richtig noch traumatisiert. Die denken ja im ersten Moment, ach, das lässt sich klären, ich gehe zum Anwalt. Dann stellen sie auch mal fest, dass die Anwälte nicht wirklich helfen, nicht alle, es gibt gute Anwälte, aber viele Anwälte machen das Spiel mit, beraten die Eltern falsch. Jetzt hatten wir ja auch deinen letzten Anwalt. Ich hatte drei Anwälte, einmal aus Roderfehn leer, dann hatte ich einmal den Herrn Kreimann oder wie der heißt, hieß es, er macht das, dann hat er gesagt, das macht ein Kollege, aber so ein, sag ich mal, so ein Lehrling, der hat nichts gemacht so richtig, dann hatte ich einen neuen genommen aus Papenburg, Keimer. Letztes Termin beim Gericht in Wittmund am 1. September. Da hat der eine Rechtsanwalt, Hoffmann heißt der, aus Hamburg, für Jugendamt, der wollte für 2 Jahre, dass ich meine Kinder nicht sehe. Dann hat der Richter überlegt, hat er gefragt, sind Sie einverstanden zu mir? Meinte mein Rechtsanwalt Keimer, nee, ein halbes Jahr ungefähr so. Da sind wir einverstanden. Da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht einverstanden. Ja. So ist das mit den Anwälten dann. Da kann man vielleicht sagen, mich fragen ja auch viele, was man machen kann, so nach Tipps. Ich weiß, warum die Leute mich alle fragen, ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube, der hat mich auch nur geschützt. Aber aus Erfahrung, was man von anderen hört, auf gar keinen Fall ein Anwalt aus dem gleichen Landkreis. Und mal recherchieren, wo er auch wohnt, ist auch wichtig. Es nützt nichts wie in deinem Fall, wenn der Anwalt da aus Papenburg kommt, aber an der wohnt. Da muss vermutet werden, dass die sich dann ja vielleicht in Logen oder was weiß ich, wo auch immer treffen und absprechen. Na, also das ist nochmal ein Hinweis, dass, ganz es, wichtig, dass man auch, wir haben das glaube ich im Fall Antonia auch schon mal geguckt, Richter und so weiter, dann sind die irgendwo Rotary Lions Club drin. Also ob das zufällig jetzt ist oder ob es da eben auch Verbindungen gibt, das kann man nur vermuten. Aber wir wollen eben in dieser Sendung ja deutlich aufzeigen, erstmal, es ist eine Situation, wo zigtausend Eltern die Kinder weggenommen werden, wo vielleicht ab und zu das mal auch wirklich berechtigt ist. Aber im Heim dann die Verhältnisse keineswegs besser sind als zu Hause, sondern wirklich noch schlimmer. Und dass das zigtausendfach passiert jedes Jahr und dass es keine Kontrolle des Jugendamts gibt. Und Sigrid kann nochmal erzählen. Das Schlimme ist ja, man hat meinen Eltern behauptet, dass ich verwahrlost wäre zu Hause, was überhaupt nicht stimmt. Und da im Heim wurde ich verwahrlost und ständig Psychopharmaka musste ich kriegen. Immer haben sie mich dazu gezwungen, zu ORAP hieß das und Dipiperon. Und da ging es mir immer so schlecht, auch in der Schule mit. Ich musste immer einschlafen und dann habe ich es immer ausgespuckt und so. Ich wollte das nicht nehmen. Und dann wurde ich immer dazu genötigt, gezwungen dazu nicht. Und wenn man es da nicht genommen wird, haben sie mit Einspritzen gedroht. Und schon in der Psychiatrie fing das an. Da habe ich irgendeine rote Tablette hingelegt bekommen, nicht die, wo sie mir gesagt haben, Vitamin. Da habe ich hinterher erfahren von jemandem, dass das häufig gemacht wird bei verschiedenen Kindern. Die werden angelogen mit so einer roten Tablette, dass es ein Vitamin ist und in Wirklichkeit ist es irgendwie Ritalin oder irgendein Psychopharmaka. Ja.
Das ist ja unglaublich. Und dann habe ich die so gekaut, die Tablette. Ich konnte ja nichts machen, wenn ich sie nicht nehme. Die drohen, da haben sie mit Einspritzen gedroht. Ja. Das sind ja keine normalen Menschen mehr. Ich meine, ein Kind mit Einspritzen von Medikamenten zu drohen. Ich meine, das ist ja Horror, sowas. Ja. Das ist total ein schreckliches Verbrechen. Und dann habe ich das gekaut und das hat so bitter geschmeckt. Und da habe ich gehört, dass das vielleicht dieses Psychopharmaka gewesen sein könnte. Also entweder Ritalin oder so ein anderes. Da habe ich jetzt den Namen vergessen von. Mhm. Und du hattest auch einen Fluchtversuch unternommen. Den wolltest du auch immer mit Psychiatrie immer wieder. Immer wieder. Und am Schluss war es ganz schlimm. Da bin ich dann in dem letzten Heim. Sie haben ja auch immer wieder gelogen. Ich durfte mit 18 nicht nach Hause. Der Amtsvormund hätte das zu entscheiden. Dann haben sie immer bei den Telefonaten dabei gesessen, haben alle jegliches Gespräch belauscht und was man gesagt hat am Telefon. Mhm. Und haben immer auch mitgehört. Und man hatte keine Freiheit, mit der Mutter alleine reden zu können. Und dann haben sie vorgeschrieben, was man reden darf. Und bei den Besuchen saßen immer x Leute dabei. Wir durften nicht über die Medikamente reden, meine Eltern mit mir. Über verschiedene Sachen durften sie mit mir nicht reden. Auch nicht über die Medikamente zum Beispiel und so. Da waren verschiedene Verbote, die meinen Eltern dann aufgelegt worden sind. Haben sie mir selber erzählt. Und auch dann halt mit dem Fluchtversuch, als ich dann am Schluss nur bis Kaiserslautern gekommen bin, diese Sache war ganz schlimm. Da wurde ich im Auto dann morgens, wurde ich dann von der Polizei aufgegriffen, bin halt mit dem Zug halt gefahren und wurde dann da irgendwie von Polizei aufgegriffen und musste dann da in dieser Stelle dann da bis nächsten Morgen warten, bis ich von diesen zwei Erziehern da abgeholt worden bin. Und dann wurde ich im Auto da ganz schlimm angeschrien. Es war so ein schlimmes Schreien. Ich saß da im Auto und dann haben sie mich da ins Mutterhaus in Trier in die Psychiatrie gesteckt, damit ich nicht mehr weglaufe zur Einschüchterung ein paar Tage. Und ich wurde so schlimm da angeschrien mit solchen Worten und so. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war ein lautes Schreien, also ein Zusammenschreien. Das war so schlimm. Ich kann es gar nicht erklären. Ich saß da im Auto, habe gar nicht damit gerechnet. Auf einmal fangen sie da an, die eine da, kann ich das mal eben vormachen, nur so in kleinen Zug so. Ich kann es ja nicht genauso laut vormachen, aber nur wie es war. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Oder so irgendwie. Ich kann es gar nicht mehr vormachen, irgendwie so ein Zusammenstand. Ja. Was hast du dir denn dabei gedacht? Oder so nicht. Ja. Das war so in einer Wucht weil ich weggelaufen bin und so. Und dann wurde ich so eingeschüchtert und wo bist du denn da mit deiner Mutter mit deiner Mama hingegangen, mit deiner Mutter hingegangen, weil ich ja schon mal weggelaufen bin. Und dann sind wir ja aus der Wohnung immer weggegangen zusammen. Und dann habe ich gesagt, einkaufen in dem Laden. Und dann hat die eine gesagt, wie hieß der Laden? Das ist nur mal so ein Beispiel. Es war so schrecklich. So geht man ja nicht mal mit den eigenen Kindern um. Ich bin so traumatisiert, Sie können sich das nicht... Wie sie heute noch drunter leidet. Ja, das merkt man ja. Und Dave auch. Das hatte ich mit Dave ja auch. Und dann wissen Sie, ich war ja vorher mit der Taxi nach Hause gefahren, mit dem Taxi. Da war es ein bisschen 500 Euro gewesen. Und dann hat die eine gesagt, das nennen Sie wohl Erziehungsmethoden, nicht so vorzugehen. Wenn du meine Tochter wärst, du würdest da mit 500 Euro ankommen. Ich würde dich so zusammenschreien und... Oh, ich kann das nicht mehr. Und ich würde dich so und ich weiß, kann es gar nicht mehr fassen und die ganze Zeit im Auto so quälen und das war unfassbar. Und ist der Grund war ja angeblich, dass du nicht in der Schule warst. Ich sage Ihnen nur, wie ich da angeschrien worden bin, furchtbar. Aber hast du dann jetzt in der, das ist, man merkt, du bist schwer traumatisiert. Und so war es bei Dave auch, nicht? Der hat abends bei mir gesessen, im Wohnzimmer hat gemalt, hat so Mandalas ausgemalt, da hatte er Spaß dran. Und dann auf einmal fing er an zu erzählen. Auf einmal fing er an zu erzählen. Und dann auch wie bei ihr. Da wurde immer aufgeregt auf. Und der Lukas Siegel, dann hat er mich gekniffen. Und man merkte, dieser Anspann, das war ganz schlimm. Und da habe ich ihn immer ruhig reden lassen. Und da habe ich auch gesagt, Dave, es ist jetzt vorbei. Jetzt kann er dir nichts mehr. Also diese ganzen Menschen. Und Richter Perl. Und er wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Aber was wir auch noch aufzeigen wollen, es wird ja oftmals vom Jugendamt gesagt, dass die Kinder nicht in die Schule kommen oder keine gute Aussichten für eine Bildung bekommen. Aber im Heim ist es ja noch viel schlimmer. Ja. Also hast du irgendeinen Schulabschluss? Ich habe nicht mal einen Schulabschluss. Ich bin nur schwer traumatisiert seitdem. Ja. Es ist so, diese Sache, vor allem auch wie ich im Auto da angeschrien worden bin, kommt immer wieder hoch. Und das ist ja schon wie eine Foltermethode, wie wenn jemand, der quasi ein Verbrecher, der angehört wird dann bei einer Anhörung, so eingeschüchtert wird. Wie hieß der Laden? Wie hast du? Das ist ja schon, man muss ja was sagen. Man wird ja so in einer Wucht, als ob man ein Verbrecher ist, als ob man, wie wenn man sich einen Verbrecher anhört, der gerade verhört wird, nicht bei einer Verhörung ist. Ja. Es ist einfach so eine Schrecklichkeit und das bei einem Kind, was nur weggelaufen ist und nach Hause wollte. Nach Hause wollte, Das hat mich auch verletzt und es hat so weh getan und
Krippe und ich habe da heute so drunter zu leiden. Und dann haben sie mich in eine Psychiatrie gesteckt, im Mutterhaus gebracht in Trier. Mhm. Und das war so eine Einschüchterung alles und das nur, damit ich nicht mehr weglaufe auch und dann, dass du jetzt Kontakt zu deiner Mutter haben kannst und so, wird jetzt nicht mehr passieren, dass der Kontakt jetzt erweitert wird zu deiner Mutter und so nicht und dass ich jetzt gar keinen Kontakt mehr haben kann, dass er jetzt überhaupt nicht, erst recht nicht erweitert wird und so. Mhm. Und das war ein paar Wochen, bevor ich 18 wurde, ja. Nur damit ich nicht mehr weglaufe, anstatt mir ehrlich zu sagen, dass ich dann sowieso rauskomme mit 18, nicht, dass sie mich rauslassen müssen, wenn ich nicht unterschreibe und so. Mhm. Und ich sag mal jetzt hier dieses Verhalten von Sigrid. Ich habe mit noch einem jungen Mann Kontakt, der ist 32, der hat einiges mitgemacht und sie sind dem wirklich schutzlos ausgeliefert. Da erzähle ich mal kurz, was der erlebt hatte. Der hat da beim Mittagessen erlebt, dass ein Junge sich negativ über das Essen geäußert hat. Der hat zum Beispiel gesagt, diesen Fraß kann man wieder nicht genießen. Da hat ihn der Betreuer also vom Stuhl gerissen und auf den Fußboden auf ihn eingetreten. Ach du meine Güte. Dann hat er ihn wirklich ja wie ein Kartoffelsalat ins Zimmer rein geschleift und Tür zu und hat ihn am Boden liegen lassen. Am nächsten Tag hat der Junge, der ging mit diesem Junge zusammen in einer Schule, ist dabei gegangen und hat das der Lehrerin gemeldet, warum dieser Junge nicht zur Schule kommt. Und was hat die Lehrerin gesagt? Okay. Also keine Reaktion drauf. Dann ist er nach der Schule zur Polizei gegangen und hat das bei der Polizei gemeldet. Mhm. Die haben ihn auch gar nicht zu Ende sprechen lassen. Wir haben den 13-jährigen Junge, der auch von der Körperformat so war wie Dave, also auch 8, 9 Jahre vom Optischen, den hat man in Handschellen gelegt, in ein Polizeiauto reingeschubst und zum Heim gebracht. Und auf der Fahrt hat man noch zu ihm ganz ruhig, hat man zu ihm noch gesagt, er sollte nie wieder so einen Unsinn erzählen. Das ist unglaublich. Also die Polizei und im Heim hat er das volle Programm an Strafe auch noch bekommen. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass Schule und Polizei, Jugendamt, Schule, Polizei, Kripo, Justiz, alle unter einer Decke stecken. Muss man leider davon ausgehen, auch wenn es wieder viele wahrscheinlich dann sauer sind, wenn man es ausspricht. Aber es ist Sigrid, was hast du für Erfahrungen mit der Polizei gemacht? Helfen? Haben wir dir geholfen? Nein, also ich habe ihn halt auch nur sehr traumatisiert und dann, vielleicht weil ich das dann auch alles nicht mehr aushalten konnte und so, es war dann ja, ich wurde ja dann eingeschüchtert mit der Psychiatrie in das Mutterhaus gesteckt und dann war ich so fertig am Schluss, dann haben sie mir auch gedroht, dass ich gar nicht mehr, dann hatte ich dir solche Angst, dann bin ich noch mal ein drittes Mal weggelaufen, weil ich habe dann noch unmenschliche Strafen danach im Heim bekommen. Ich bin da genau von dieser Erzieherin, dieser einen da wieder zurückgeholt worden da, Sonja Simon hieß die, und von noch einer anderen dann mit, die dann im Dienst mit war, und dann hat die eine, die hatte mich ja auch so angeschrien im Auto, das war die, auch so furchtbar dann auch geschrien hat mit einer anderen zusammen, dann durfte ich erst um 8:30 aufs Zimmer und musste wieder unter Aufsicht telefonieren. Ich durfte dann vorher eine Zeit lang ohne Aufsicht, aber dann war bei meiner Mutter wieder jemand dabei, und das war bei dieser Sonja Simon, gewesen. Die hatte mir dann diese Strafen, da musste ich da unten im Aufenthaltsraum sitzen und durfte erst um 8:30 in mein Zimmer. Das ist auch unmenschlich, finde ich. Und dann hatte ich vorher noch wegen paar Minuten zu spät zum Ausgang kommen, 6 Wochen Ausgangssperre gekriegt, nicht. Das ist doch unmenschlich, solche Methoden. Man hat doch einen Grund, warum man da wegläuft. Und dann habe ich zu dieser selben Erzieherin, dieser Simon Satan, gesagt. Dann hat die gesagt, auf dein Zimmer, Sigrid, und hat mich da oben so laut angeschrien, dass ich mir die Ohren zuhalten musste im Zimmer. Und auch irgendwelche ganz schrecklichen Sachen gesagt. Es war eine solche Laut, so laut und so grausam. Es war einfach unmenschlich. Also es ist ja im Grunde so, dass selbst wenn man im Gefängnis ist, ein Fluchtversuch wird nicht als strafverschärfend gerechnet, weil es wird da von der Justiz gesehen, dass es verständlich ist, dass jemand aus solchen Bedingungen flieht, aber in diesen Heimen, da wird es dann eben noch extra bestraft. Und wenn man mit den Kindern, die ich gesprochen hat, alle so wie Sigrid, und auch bei Dave war das Verhalten schon zu sehen, wenn er geredet hat, er war glücklich und auf einmal kam was so und man konnte ihn kaum beruhigen. Und das Schlimme finde ich, dass sie wirklich schutzlos ausgeliefert sind. Die Polizei, sie kümmern sich nicht drum. Auch die ja bei mir Dave rausgeholt haben. Polizei, dein Freund und Helfer, das war vielleicht vor 30 Jahren mal. Und sie waren eiskalt. Dave hat es ja dieser Frau Engelbrecht, der Oberkommissarin ist, nennt sie sich, glaube ich, alles gesagt, was im Heim passiert ist, auch was man mit Pia gemacht hat. Und trotzdem wurde Thomas Ritter, der Vormund, angerufen, dass er ihn abholt.
Und dann sagte der Herr Krechter, der Kriminalhauptkommissar aus Wittmund auch noch, Dave, wir von der Polizei, wir wollen nur das Beste für die Kinder. Mhm. Ich meine, das hat der Mann, denk, ich gehe da mittlerweile von aus bewusst gesagt, um den Jungen nochmal wieder zu schwächen. Mhm. Nämlich, die wussten, was passiert ist und geben ihn trotzdem wieder in die Hände des Mannes, der alles wusste und alles zugelassen hat. Ja. Das ist von seelischer Grausamkeit, denke ich mal, nicht mehr zu übertreffen. Und deswegen finde ich, muss man auch die Namen dieser Leute sagen, nämlich sie tragen mit die Verantwortung, ja, was sie da machen. Ja. Wir sehen an Sigrid, wie schwer du traumatisiert. Kann ich noch eben was dazu sagen? Ja. Das war eine ganz schlimme Sache. Die hat dann auch natürlich auch mit mein ganzes Leben zerstört. Ich habe es aufgrund dessen auch in der Gesellschaft natürlich heute ganz schwierig, überhaupt zurecht und klar zu kommen. Ich habe es schwer, eine Arbeitsstelle zu finden, überhaupt angenommen zu werden, weil man mir das anmerkt, dass ich so irgendwie mit mir was nicht stimmt und so. Und es war halt so, am Schluss hatte ich so viel Tabletten genommen, weil ich einfach vollkommen fertig war. Und dann habe ich natürlich auch Nebenwirkungen gekriegt davon. Ja. Einen Selbstmordversuch gemacht. Es war so schlimm, weil ich solche Angst hatte, dass ich wieder in die Psychiatrie komme oder ein geschlossenes Heim. Sie hatten mich dann so furchtbar eingeschüchtert. Das war beim dritten Mal, wo ich weggelaufen bin, dann das letzte Mal. Und da hatte mich dann meine Mutter dann auch abgeholt und dann war ich völlig durcheinander. Mhm. Und dann haben wir uns bei einer Bekannten, sind wir dann untergetaucht die letzten paar Wochen. Aber ich habe unter den Nebenwirkungen dann auch zu leiden gehabt, habe ich heute noch drunter zu leiden auch. Und auch natürlich, das hat ja auch mit diesen Tabletten zu tun, da waren auch noch, die habe ich ja auch von diesen Psychopharmakern im Heim auch Nebenwirkungen gehabt von diesen Psychopharmakern. Ständig Muskelverspannungen habe ich heute auch noch und auch von diesen, die ich da genommen habe, dieses Schmerzmittel von der Apotheke da. Das war so schlimm. Wenn man überlegt, wie die Kinder das jetzt gerade mit durchmachen. Ja. Das ich möchte es ja eben aus meiner Sicht nochmal zeigen, weil es ist ja jetzt, ich habe ein paar Sendungen drüber gemacht, es fing mit Antonia an, dann jetzt mit Dave die Sendung. Du hast einiges drüber gemacht, aber es rufen mich auch ständig Leute an, die ähnliche Sachen erzählen, entweder, dass die Kinder weg sind und die Eltern nicht wissen, ob die Kinder noch leben überhaupt oder dass sie sogar im Heim gestorben sind, solche Dinge und sie kommen aber nicht ran. Oder eben auch Leute, die im Heim waren, ein Fall, wo jemand mit 20 dann irgendwo von der Polizei in Berlin auf der Straße aufgegriffen wurde, der völlig verwahrlost war und er sagte, ja, er ist war im Heim und irgendwann kommt man dann da raus und hat überhaupt keine Lebensperspektive. Eben. Also das Leben zerstört, wie bei Sigrid im Grunde. Und das sind keine Einzelfälle und es ist wirklich für mich so entsetzlich. Deswegen mache ich diese Sendung auch jetzt mit den drei Personen, die auf unterschiedliche Weise von betroffen sind, um zu zeigen, dass das Zustände sind, die müssen aufhören. Das kann man so nicht annehmen. Deswegen nennen wir hier den Namen und zeigen auf, was da passiert im Heim. Und wie viele Kinder sind betroffen? Ja, und das sind zigtausend Fälle jedes Jahr. Matthias. Jugendamt, überall schreiben die ja jetzt in der Zeitung, die suchen ja Familien für Pflegefamilien. Ja. Sogar wo ich jetzt wohne, in Kloppenburg, die Richtung, stand da auch in der Zeitung. Die suchen Leute als Pflegefamilien. Wie ist das denn mit dem Geld, was für das Heim bezahlt? Das ist richtig viel Geld, 5.000, 6.000 Euro. Wird das aus Steuergeldern bezahlt oder kriegst du da nachher die Rechnung für oder wie ist das? Die haben versucht, bei mir was zu holen, aber ich kriege Erwerbsrente, 450 Euro. Ist nicht Euro, zu holen, aber normalerweise ist es also noch so, dass die Eltern noch dafür die Rechnung kriegen, und zwar so viel Geld, wie andere Leute vielleicht im halben Jahr verdienen, sollen sie monatlich abdrücken, damit sie ihre eigenen Kinder nicht sehen dürfen? Also es ist, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, es ist unglaublich. Und wenn man, die größte Sorge ist ja auch, was passiert mit den Kindern, wenn die 18 sind, diese Mengen, die mittlerweile ja einkassiert wurden, was machen die mit den Kindern, wenn die alle rauskommen und nachher reden? Das ist nämlich auch noch eine Sache, da muss man ein Auge drauf haben auf alle Fälle. Also ich hab nicht, dass die Kinder nachher verschwinden, man muss mittlerweile so glauben, weil hier in diesem System passieren so viele unglaubliche Dinge, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, das Kinder auch verschwinden und man weiß nicht, wo sie sind. Genau. Meinen Sie denn, dass das, ich finde, man wird ja wohl als Opfer das Recht haben, die Namen dieser Verbrecher zu nennen, die einem sowas angetan haben. Ich habe selber, ich finde, ich muss keine Angst haben davor. Also
diese Verbrecher müssten sich bei mir entschuldigen, finde ich. Also ich hätte eine Entschuldigung verdient von diesen Verbrechern. Und ich habe auch hier, sage ich mal ganz ehrlich, in diesem Moment keine Angst, die Namen zu sagen. Auch nicht vor den Folgen, was da passiert. Weil ich finde einfach, es ist richtig, dass man das macht und was man mir angetan hat. Diese Verbrecher waren so schrecklich und es sind nur Verbrecher. Und die müssten sich bei mir entschuldigen und mir Entschädigung zahlen. Ja, das so müssten sie. Genau. Also wir machen das ja hier, um das öffentlich zu machen, um aufzuzeigen, die meisten Menschen denken ja, Jugendamt nimmt die Kinder nur weg, wenn es eben schlimme Verhältnisse sind, wenn der Kevin nachher irgendwo im Kühlschrank aufgefunden wird. So Fälle gibt es ja auch, weil es sind aber wirklich ganz wenige Fälle, wo es wirklich angezeigt ist, dass die Kinder weggenommen werden. Und meine ich mittlerweile, das sind Propagandafälle, dass man solche Fälle braucht, um wieder Kinder in Obhut zu nehmen. Ja. Muss man auch, dass man wieder so drastische Sachen bringt. Ich meine, dass es sowas gibt und dass es auch Familien gibt, die mit den Kindern nicht klarkommen, aber ob die Kinder letztendlich aus der Familie rausgerissen werden, ist noch eine andere Sache. Ob da nicht vielleicht auch eine Familienhilfe zu Hause was bewirken kann. Ja, ich meine, von dem Geld, da wird ja ein Bruchteil des Geldes, würde ja einer Familie auch, du wirst was vor, wenn du 1.000 Euro kriegen wirst im Monat vom Jugendamt, aber kriegst du nicht. Nee. Ich hatte ja auch eine Familienhilfe. Er kam ja jedes Mal einmal in der Woche für eine Stunde. Haben wir gequatscht. Das war Herr Schneider aus Leer, Familienzentrum. Und die Tagesmutter, Frau Barth. Es lief alles gut, bis in Zeitpunkt, wo der Richter Bruns aus Leer Gericht. Und dann kam die Okay, wir wollen jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt aufgezeigt, wie schlimm die Fälle sind. Wie ist es mit dir? Wirst du angezeigt, weil du deswegen Dave aufgenommen hast? Es wird ja noch ermittelt. Mhm. Also ich habe auch gute Anwälte, die sich bei mir auch schon gemeldet haben, die auch Interesse haben, die unbedingt diesen Fall auch übernehmen wollen. Die haben gesagt, also sie können mir gar nichts, weil ich habe definitiv das Kind geschützt, weil der Staat, sogenannte Staat, nicht in der Lage war, was man da alles zugelassen hat. Ja. Der Junge ist geflüchtet, er war freiwillig bei mir. Er hatte ganz schlechte Schuhe mit Löchern drin. Vielleicht auch abgenommen, stand ja in irgendeiner Zeitung, irgendwie der Heimleiter oder irgendjemand hat gesagt, Dave hat selbstverständlich andere Schuhe im Heim, hat er definitiv nicht. Ja. Habe ich ihn nachgefragt. Und du hättest ihn instrumentalisiert, ich weil du natürlich ihn vor die Kamera gesetzt hast, aber er hätte abgelesen, aber stimmt nicht. An die Polizei in Wittmund hat er nicht abgelesen. Ist im Prinzip ja auch wurscht. Bloß wenn er abgelesen hätte, hätte er einen Zettel, wie ich jetzt hier in der Hand gehabt. Und er hat in einem anderen Video liest, er sind so kleine Hände, das liest er ab, hat er auch den Zettel in der Hand. Ja. Er war sehr konzentriert da. Ja. Weil wir hatten vorher eine Diskussion. Ich sagte, Dave, wir wollen mal ein Video machen, damit ein Lebenszeichen von dir ist. Und da sage ich, lass dir mal einen Text einfallen. Apropos Lebenszeichen, Matthias, wie geht's da, Dave und Pia im Moment? Kann man da was, weißt du da was drüber? Da weiß ich nichts so gesehen. Mehr. Ich habe so keinen Kontakt, gar nichts. Die sagen mir nichts. Also das ist auch schrecklich auch für einen Vater, glaube ich, nicht zu wissen, was wenigstens mal ein Lebenszeichen zu hören. Das ist ja auch das Schlimme, was unverständlich ist. Selbst wenn du jetzt eine Gefahr wärst für die Kinder, dann müsstest du doch mal wenigstens erfahren, wo die sind, und dass die Kinder auch von dir was hören und dass sie Briefe schreiben können oder irgendwas. Nichts. Gar nichts. Nichts. Ja. Ein Schwerverbrecher, sag ich mal, der sitzt im Knast, der hat einen umgebracht, er darf Kontakt zu seinen Kindern haben. Ja. Ich habe nichts gemacht, ich höre auf einen Richter und dann gar nicht. Meine ganze Familie ist so von meinen Kindern weg. Keiner darf. Und der hat nur gut geredet, immer jeden Tag, jeden Tag, muss ich dazu sagen. Also er will zu Papa. Das hat er immer und immer wieder. Eben, das war ja bei Antonia schon so und das machen ja Kinder, die jetzt, sag ich mal, wirklich von den Eltern irgendwie misshandelt werden, die werden nicht sagen, ich will unbedingt zu meinen Eltern. Ne? Also das zeigt, dass da irgendwas wirklich faul im System ist. Wir haben das ja aufgezeigt, sie zeigt eben wirklich auf, was wie ein Leben zerstört wird. Ja, ne? Man merkt ja, dass eigentlich aus dem hübschen Kind, was hier damals irgendwo so ausgesehen hat. Richtig zerstört worden, bewusst zerstört worden. Mhm. Und wenn man überlegt, bei wie vielen das jetzt noch stattfindet, und wie gesagt, auch die Kripo, was die sich leisten, die können sich nicht damit ausreden und sagen, ja, ich habe ja den Auftrag gekriegt, das Kind rauszuholen, sie sind eigenverantwortlich. Die müssen sich einen anderen Job suchen und nicht hinter dem Geld herrennen. Also und wir das wollen Menschen, eben hier auch ein Bewusstsein bei der Polizei, obwohl wahrscheinlich die oberen Kreise dann auch irgendwie in welchen können Logen gar nicht sind. Mehr. Aber die Leute, die Beamten, die vielleicht jetzt einfach nur den Auftrag kriegen, dass sie einfach auch darüber bewusst sind, was in den Heimen geschieht. Und aber gut, dass du das sagst, das wäre nämlich auch, ich denke mal, wenn man Oberkommissar oder Hauptkommissar ist, ist meine Vermutung, kann man gar nicht mehr zurück.
dann habe ich mir den, ist wahrscheinlich so, aber so Polizisten, die die Kinder rausholen, die können wenigstens noch sagen, ich mache es nicht mehr mit. Aber es ist hier eigentlich eine Anklage im Grunde gegen das gesamte System und auch die Massenmedien, die, ich meine, wir sind hier klein und machen das mit ganz einfachen Mitteln, dass wir solche Fälle immer wieder aufzeigen. Und ich könnte im Grunde jede Woche, ich könnte jeden Tag, wenn ich alle mit reinnehmen würde, eine Sendung machen über das Jugendamt. Wir machen es ab und zu, wenn es mal reinpasst. Aber es wäre doch Aufgabe der Massenmedien, auch jetzt zu sagen, da ist irgendwas im Argen, da muss was passieren, bevor unsere Kinder auch weggenommen werden. Machen sie ja auch. In den allerseltensten Fällen, also ich habe in den Mainstream-Medien ganz selten mal was drüber gesehen. Und wenn angekratzt, sie kommen nicht richtig mit der Wahrheit raus. Ja. Ne? Und wir überlegen ja auch, ich habe schon überlegt, ob ich einmal im Monat eine Sondersendung mache. Mhm. Aber dann, ich finde es nicht richtig, wenn man das Thema wiederum zu oft an die Öffentlichkeit bringt, dann hören die Leute nicht. Und es bringt ja nichts, wenn die Betroffenen alle hören. Die wissen, was los ist, sondern wir wollen ja die anderen Leute. Also ja, und wir wollten eben in dieser Sendung, man kann bei einem Fall natürlich immer sagen, ja, das ist jetzt einseitig und das ist ein Fall. Ist es nicht. Aber wir haben jetzt eben drei Personen hier, die das aus verschiedener Warte da erstellen können. Und wir sehen eben auch, wie schwer Sigrid jetzt im Grunde traumatisiert ist, dass das wirklich traurig ist mit anzusehen, wie ein Leben zerstört worden ist, weil eben irgendjemand darüber entschieden hat, dass sie von den Eltern weggenommen wird. Genau. Und es gab eigentlich nicht wirklich einen Grund dafür. Und so ist es zigtausendfach jedes Jahr. Es gab überhaupt keinen Grund. Es war nur wegen Schule fehlen und ich war ja entschuldigt gewesen. Ja. Und dann haben sie meinen Eltern behauptet, sie hätten mich verwahrlosen lassen, was gar nicht stimmt. Sie haben ja die Fotos im Heim, habe ich ja gezeigt. Da war ich verwahrlost. Gleich als ich hinkam, musste ich mir die schönen langen Haare abschneiden und abstehen. Und jetzt hast du gar keine Schulbildung, also wenn du damals ab und zu mal nicht in der Schule warst, entschuldigt, dann wäre es wahrscheinlich noch besser ausgegangen. Dann hättest du meine Mutter hat gesagt, ich sollte dann eine Kantschule besuchen, das heißt, es wäre ein Gymnasium gewesen. Und da hat der Amtsvormund gesagt, nein, sie ist nicht verkehrssicher. Ich war schon angemeldet, die Schule wollte mich aufnehmen, es war alles geklärt. Und nur der Amtsvormund hat mal wieder eine Brücke vorgeworfen, eine Klippe. Also so ist blockiert. Es offenbar, dass dann irgendwelche Gründe vorgeschoben werden und die auch nicht geprüft werden. Das heißt, das Jugendamt wird im Grunde, es gibt keine Instanz, die das Jugendamt kontrolliert. Eben. Und es hat ja, und man darf nicht vergessen, es wird immer von der finanziellen Sicht geredet. Es hat nicht nur finanzielle Gründe. Der ist finanzieller Grund schon, aber die rituellen Sachen auch. Mhm. Gerade wenn Babys genommen werden, ist ganz schlimm. Da kann man sehr gut rituell mitarbeiten, leider. Wir haben das ja bei der Antonia mal gesehen. Es gibt so einen Ritualkalender, wo also an bestimmten Daten, das ist auch Ostern und Halloween und Walpurgisnacht und was weiß ich, also die christlichen Feiertage werden gleichzeitig auch von, sage ich mal, nicht- oder antichristlichen Kreisen wirklich gefeiert und es werden Opfer gebracht, hier Opfer, Menschen, Opfer auch. Ja. Das Thema hatten wir schon mit Jesse Maaßen bei Borussia TV auch. Und das sind eben auch keine Einzelfälle. Also dieser Ritualkalender, der hatte eben auch eine Zeitspanne im Januar, wo Vorbereitung eines Rituals stand, also Besorgen eines Opfers. Und die Antonia, die wurde innerhalb dieses Zeitraums, wurde sie von der Richterin aus der Schule geholt. Und in ein Heim gebracht, was auch in dem Landkreis gar nicht als eines der üblichen Pflegeheime. Und das ist auch heute noch an Halloween, werden Kinder geopfert und trotzdem feiern die Eltern mit ihren Kindern Halloween und wollen es nicht hören, wenn man darauf hinweist. Also ich weise bei Facebook auch immer darauf hin und ich weiß, ich werde nicht geschlimmt. Ich bin eine Spaßbremse, heißt es denn. Ich wünsche den Leuten keinen Spaß. Ganz im Gegenteil, ich sage gerade in der heutigen Zeit, sollte man viel Spaß haben und auch viel lachen. Aber eben nicht unbedingt Halloween, dass man da auch noch diese Sache mit unterstützt. Und wo ich noch ganz gerne darauf hinweisen möchte, ist, wir müssen im Moment alle ganz wichtig aufpassen. Man will uns trennen. Man möchte natürlich nicht, dass wir so zusammenhalten, wie es Richter, Jugendämter und Landräte. Die sind ja vernetzt. Genau. Es ging Sachen im Moment rum, man will uns auseinanderbringen. Und da werden teilweise hinter dem Rücken von Leuten Sachen behauptet, die nicht stimmen. Gerade heute war wieder aktuell ein Aufruf, da wurde vor eine Frau gewarnt, die hat wirklich nichts gemacht. Es ist so, man will natürlich die ganzen Leute, die sich jetzt
zusammenfinden und sagen, wir gehen dagegen an, will man trennen. Und deswegen, wenn ihr irgendwas hört, dass davon irgendjemandem was erzählt wird und ihr sagt, oh Gott, jetzt die auch noch, sprecht die Leute persönlich an, bevor ihr es glaubt. Das System arbeitet mit ganz üblen Machenschaften, um diese Leute auseinanderzubringen. Sigrid, du hast noch eine Menge Unterlagen mit. Man kann das ja natürlich jetzt alles nicht zeigen. Ich habe noch einen Beschluss. Das war der erste, wo ich damals, 95 fing das an. Wegen Verhaltensauffälligkeiten in der Schule wurde Sigrid am 5.5.1995 vom Jugendpsychiatrischen Dienst des Bezirksamts Steglitz untersucht. Ergebnis der Untersuchung war, dass die gesamte psychische Entwicklung ausschließlich der momentan zu beobachteten Symptomatik, warten Sie, das geht noch weiter, das ist natürlich der Anfang und ja. Dann hat man meinen Eltern 96, das, also kurz bevor ich dann von der Schule entführt worden bin, einfach das Sorgerecht entzogen. Ich muss mal sehen, ob ich da noch einen Anhang zu habe. Die zweite Seite, ja. Also die Unterlagen sind da. Wir können sie natürlich im Fernsehen jetzt schlecht alle vorlesen. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Das hier ist auch ein unglaubliches Gutachten. Das ist nervenärztliche Gutachten. Das sind halt alles Beweise, nicht? Dass das halt wirklich unglaublich war und dass man meiner Familie und mir damit ganz schlimmes Unrecht getan hat. Also hier geht's, dass ich habe das alles zusammengesucht, wir können es nicht alles durchgehen, aber das zeigt eben auch, dass Gutachter auch eine Rolle spielen. Ja. Die verdienen natürlich auch Geld. Mhm. Und wenn jemand gut da im Geschäft ist und macht ständig Gutachten, der verdient, glaube ich, auch gut Geld. Mhm. Inwieweit er dann in der Lage ist, jetzt zu beurteilen, ob jemand wirklich ins Heim sollte. Wollte auch eine Anzeige schon machen, wollte die Polizei auch nicht aufnehmen. Nee, auch nicht. Da wurde mir gedroht, dass ich mir dann selber Ärger mitmache, wenn ich das anzeige. Hier, wissen Sie, hier zum Beispiel, da bei dem bei diesem Gutachten, wo es darum ging, wo ich weggelaufen war, wollte der mich 12 Monate einsperren lassen. Und dann sind zum Glück 3 Monate draus geworden. Ein ganzes Jahr, und das sollte im halben Jahr überprüft werden. Das steht hier auch irgendwo. Das ging da um den Gutachten, wo ich da weggelaufen bin und dann in die Psychiatrie kam. Und dann hat der Amtsvormund das beantragt, geschlossener Psychiatrie. Und dann sollte ich ein ganzes Jahr eingesperrt werden, nur weil ich weggelaufen war. Ja, es ist schrecklich, Sigrid, du hast die ganzen Unterlagen da. Das in meiner Jugend. Das zeigen wir ja eben mit dieser Sendung auf, was in den Heimen passiert, dass das eben nicht dazu da ist, dass es Kindern besser geht als zu Hause, sondern im Gegenteil. Wir sehen, was da draus wird und dass das keine Einzelfälle sind. Das höre ich eben auch jeden Tag. Du kriegst eben auch ganz viele Anrufe, ganz schlimm, Angela. Ja. Und wir können also jetzt hier nur noch mal den öffentlichen Aufruf machen an alle Leute, die damit zu tun haben. Auch an die Medien, die Massenmedien, die hätten ja die Möglichkeit, auch da noch mal genauer aufzuzeigen, was da läuft. Aber scheinbar, ich weiß nicht, ob die auch mit irgendwie drin sitzen oder das ganze System sich gegenseitig deckt. Und wo sind eigentlich all die mutigen Männer und Frauen, die normalerweise sich immer vor der Kamera brüsten, wie toll sie sind? Ja. Wo sind die, wenn es darum geht, solche Schicksale zu beenden und da was Besseres zu machen? Denn so kann es nicht sie weitergehen. Unterstützen es. Ja. Ne? Sie unterstützen es damit, dass sie ruhig sind. Unterstützen sie das, dass aus Menschen, aus normalen, gesunden Menschen so etwas gemacht wird. Und deswegen ja auch mit Delft diese Aktion Kindeswohl, die ich da immer schreibe. Da sagen auch viele, ach, schon wieder Dave. Viele freuen sich, können es gar nicht abwarten. Und viele sagen, schon wieder Dave. Dann sage ich aber auch, ja, das mache ich, um ihn zu schützen. Das ist eben so. Also offenbar ist diese Öffentlichkeit auch für Antonia und Dave und Pia. Ja. Kann man vielleicht froh sein, dass sie diese Öffentlichkeit haben. Ja. Wer weiß, was mit ihnen passiert wäre, denn von anderen hört man nichts, auf einmal sind sie weg und dann gibt es auch für die Eltern keine Möglichkeit nachzuforschen oder zu erfahren, was mit dem Kind geworden ist. Da ist also wirklich etwas im Argen und es muss aufgedeckt werden. Wir machen das hier so lange, bis sich da was bewegt. Und Matthias, willst du was sagen? Ja, wie am Anfang, bis jetzt den letzten Anwalt, den ich jetzt habe, habe ich nie Briefe von Akten bekommen, wie alles, was die Gerichten und gemacht haben. Mhm. Aber den neuen Anwalt, was ich jetzt habe, der hat mir komplett die Akte rübergeschickt. Mhm. Das habe ich dann auch zu Angela geschickt und so. Und auch, ich veröffentliche die komplette Akte. Ja. Ich knall überall durch Facebook, durch Google, bei VK, überall Gerichte, ganz Deutschland, ganze Welt, knall ich in überall rein. Vor 3 Tagen hat ein Russe mich angeschrieben. Gut, kann kein Russisch und der kann nur ein bisschen Englisch, habe ich ein bisschen Englisch übersetzt. Ja.
Mein Fall ist bis zu Russland drin. Ja. Aha. Okay, ich glaube, das ist einfach die Chance, die wir haben. Ja. Wir haben heute die sozialen Netzwerke, wir haben das Internet, wir haben YouTube, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, Twitter. Und ich empfehle also jedem, wir können bei BewusstTV nicht jeden jetzt reinnehmen. Wie gesagt, ich kriege ständig schlimme Schicksale, ähnlich zu hören. Und ich bin da auch verzweifelt und sage dann immer, ich kann nicht jeden in die Sendung holen. Aber ihr habt die Möglichkeit, das auf Facebook oder YouTube oder selbst vor die Kamera setzen, das zu veröffentlichen, um damit wir sehen, dass das keine Einzelfälle sind, sondern dass das zigtausendfach jedes Jahr passiert. Und es ist auch so, es bringt nichts, wenn man zu oft, wie gesagt, zu oft berichtet, dann hört es sich keiner mehr an. Naja, aber für viele ist es eben, glaube ich, noch so die Vorstellung, naja, da wird es schon einen Grund für geben, warum das Jugendamt das Kind wegnimmt. Ja. Und das wollen wir eben aufzeigen, dass es nicht so ist, sondern dass den Kindern eben im Grunde da das Leben zerstört wird. Und noch mal was sagen, dass ich habe auch viel solche Sachen erlebt, dass man von anderen Leuten auch hört, dass man selber schuld ist dran oder die schieben die Schuld auf einen selbst und das tut dann auch besonders weh oder viele sagen, man ist kriminell, war deswegen im Heim, die wollen einfach nicht wahrhaben, dass man Opfer ist, dieser Diktatur hier geworden ist, sage ich mal nicht. Ja. Also dieses Terrorregimes sage ich so nicht. Das ist ja ein Terrorstaat auch, finde ich. Also das hat ja mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das sieht man eben sehr schön an diesem Beispiel. Und wie gesagt, wir können es nur aufzeigen. Es war sehr mutig von dir, Sigrid, dass du hergekommen bist und dass du das wirklich aufgezeigt hast, damit wir sehen können, was mit einem Leben gemacht hat, aus einem jungen Mädchen, das einmal so hübsch war. Das muss man einfach nochmal aufzeigen. Und das ist so traurig auch für mich immer, wenn ich das sehe. Das ist wie als ob eine Welt zusammen, als ob man so das innerlich drückt und schmerzt, dass man das kaum noch aushält. Das ist so eine Folter auch, die da so drückt und schmerzt. Und niemand von diesen Übeltätern hat sich jemals mehr bei mir gemeldet oder nach mir sich erkundigt. Nicht. Sie haben den Schaden angerichtet und jetzt sind sie weg vom Fenster. Ist ihnen alles egal nicht und die Opfer können zusehen. Das wird alles gut, was geschehen ist, kann man nicht ändern, aber ein guter Anwalt und dann ändern diese Leute. Eben, also, das möchte ich auch. Genau, wir wollen eben aufzeigen, dass man sich wehren kann und dass es Öffentlichkeit gibt und vielleicht verändert sich irgendwas irgendwann am System da dran, denn das ist so nicht hinzunehmen. Und vielen Dank, dass ihr hier wart, ihr drei, und macht weiter so und irgendwann machen wir wieder eine Sendung und wir werden so lange Sendungen darüber machen und auch die Namen nennen. Und die Namen nennen, bis sie Angst haben, da so weiterzumachen. Vielen Dank, ihr beiden. Gerne. Vielen Dank.